nehmen. Danke. Licht, Musik. Ich nehme die Sardine mit. Nein. Ich lasse die Sardinen stehen. Nein, ich nehme sie mit. Du lässt die Sardinen stehen und du legst den Hörer auf. Ich lege den Hörer auf? Und du lässt die Sardinen stehen. Ich lasse die Sardinen stehen. Du lässt die Sardinen stehen. Ich lege den Hörer auf und lasse die Sardinen stehen? Richtig. Ja, Herzchen! Haben wir etwas geändert? Nein, Schätzchen. Ja, habe ich das schon immer gemacht? Das würde ich nun auch wieder nicht sagen. Dann habe ich in den Päckst in etwa gestimmt. Wie und da kam mir etwas bekannt vor. Außerdem haben wir ja noch nicht Mitternacht. Und jeder ist erst morgen. Ja. Du hast also den Hörer am Ohr? Also, ich habe den Hörer am Ohr. Squire, Squire, Hackham. Squire, Squire, Hackham. Und im Moment bleiben Sie dran, ich lege ihn hin. Immer dasselbe. Kaum hat man sich's gemütlich gemacht, ist der Teufel los. Ich habe eine Haushälterin. Ja. Aber heute ist ja freier Nachmittag. Stopp, also, Jerry. Dotti. Soll ich noch einmal kommen? Ja, und noch mal abgehen. Mit der Zeitung. Ach, die Zeitung. Ach, ja, du legst den Hörer auf. Und du gehst ab mit der Zeitung. Hier, mein Schatz. Oh, danke, mein Herz. Mach nicht, mein Schatz. Ist doch nur die Hauptprobe. Es ist die Generalprobe, Gary, mein Engel. Es ist die Generalprobe. Und Brooke? Ja? Bist du da?
Wo? Bist du draußen? Was? Du bist nicht auf der Bühne, okay? Ich sag noch einmal. Okay. Also. Weiter. Du stehst also da und hast den Hörer am Ohr. Ich stehe also da. Ich hab den Hörer am Ohr. Ich leg den Hörer auf. Ich lass die Sardinen stehen. Immer dasselbe. Komm, ist der Teufel, aus hat man sich's gemütlich gemacht. Oh, du nimmst die Zeitung mit. Ich lass die Sardinen stehen und ich nehme die Zeitung. Partner ja empfangen können. Übrigens, heute um 4 kommt einer. Arabischer Scheich, Öl und so. Verstehe. Und ich muss diese Akten bis um 4 in unserem Hauptbüro abgeliefert haben. Dann sollten wir, ich meine, also dann, mit Champagner. Mann, die vielen Türen. Ach, das ist doch halb so wild. Wir haben hier das Arbeitszimmer, das Wohnzimmer, eine einige Wohnung fürs Personal. Und welches ist das? Schlafzimmer, Theodor. Klasse! Oh, jetzt habe ich die Sardinen verlegt. Verzeihung, ich dachte, es sei niemand hier. Ich bin nicht da. Ich bin schon weg. Bloß, dass heute das Begräbnis ist. Wissen Sie, das Begräbnis von... Ja, wer sind denn Sie? Ich bin von der Agentur. Von der Agentur? Squire Hackham und Dudley. Ja, und welcher sind Sie? Squire Hackham oder Dudley? Ich bin Trumplemane. Kommt hier einfach so reingetrampelt und tut so, als ob ihm das ganze Haus gehören hätte. Ich dachte schon, Sie sind ein Einbrecher. Nein, ich bin nur vorbeigekommen, um ein paar Maße zu überprüfen, hier und da Hand anzulegen. Und ich habe jemanden mitgebracht, der sich für das Haus interessiert. Sie ist Feuer und Flamme. Ich glaube, sie wird es mieten. Das ist doch gar nicht das Schlafzimmer. Nein, das ist das unsere Bad mit Dusche und WC. Und das ist die Haushälterin, Mrs. Crockett. Klecket, Herzchen, Klecket. Hi. Sie ist eigentlich gar nicht hier. Wissen Sie bloß, was das Begräbnis ist? Lassen Sie sich doch uns nicht stören. Ich werde den Ton leiser stellen. Wir besichtigen nur das Haus. Oh. Jetzt habe ich die Zeitung verlegt. Tut mir schrecklich leid. Wieso? Wir wollen ja nicht Fernsehen, oder? Es ist nun mal seit Generationen in der Familie. Ach was. Ich muss bis um 4 im Büro sein. Komm. Vielleicht sollten wir erst ein Glas Champagner. Den nehmen wir mit hoch. Ja, nur... Was ist denn? Ja. Wenn ihr... Es ist nun mal seit Generationen in der Familie. Sardinen. Es steht mir eigentlich nicht zu, etwas zu sagen. Darum sage ich nur so viel. Überlegen Sie nicht lange, Sie werden es nicht bereuen. Oh, danke, toll. Ja. Und noch dazu, wo Sie die Erste sind. Echt? Doch. Sie wissen das nicht, wahr? Oh, Sardinen. Die kleine Magen kann man sich einfach nicht gemütlich machen. Siehst du, sie findet gar nichts dabei. Sie bringt ihn sogar Sardinen. Yeah. Ich finde, sie ist spitze. Spitze. Also, wo geht's lang? Na schön, bevor sie mit ihren Sardinen zurückkommt. Hier rauf? Ja. Hier rein? Ja. Dann wieder ein Badezimmer. Nein, natürlich die hier. Immer zu, wie du mich in irgendein Badezimmer buxieren. Schwarze Betttücher! Oh, das ist die Wäschekammer. Wir nehmen die hier. Na, Heide, wenn du kriegst ja nicht mal die Tür
Nein, heute ist doch Mrs. Claggett freier Nachmittag, wie du weißt. Ja. Wir haben also das ganze Haus für uns allein. Und Gott sprach Stopp! Und sie stoppten. Und Gott sah, dass es schrecklich war. Entschuldigt, Kinder, aber die Tür vom Schlafzimmer geht nicht auf. Entschuldige, Schätzchen, aber diese Tür hier geht nicht zu. Und Gott sprach, Papi! Entschuldigt, Leute, habe ich was falsch gemacht? Ich meine, ihr wisst nicht, wer ich mich immer mit den Türen tue. Ach komm, Freddylein, du machst es fabelhaft. Na also, Hauptsache, ich habe das Ding da nicht abgebrochen. Und siehe, es kam, Papi. Und Gott sprach, seid fruchtbar und mehret euch. Und sagt dem Nervus, was wir für Türen machen. Ach, Kinder, ich liebe Hauptbrunnen. Oh, sie liebt Hauptbrunnen. Ist nicht einfach, ich meine, sie liebt Hauptbrunnen. Dottilein. Alle sind immer so nett zueinander. Belinda ist sowas von, ach mein Gott, sie liebt Hauptbrunnen. Oh. Ist sie nicht einfach, ich meine. Sag, Freddylein. Gibt's denn was Schöneres als eine Hauptprobe bis zum frühen Morgen? Also das Einzige, was ich an Hauptproben mag, ist, dass man sich hinsetzen kann. Wie schön, dass du so gut drauf bist und wenigstens noch Witze machst. Ach, war das ein Witz? Ach komm, was sind wir doch für ein tolles Team, ja? Sowas von einem harmonischen Team. Ja, warte ab bis zur Derniere. Ich dachte, wir hätten die irgendwie... Heute? 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 Oh, Lloyd? Was ist mit dir, mein Herz? Ich fange an zu begreifen, wie Gott zumute war, als er da oben im Dunkeln saß und die Welt erschuf. Und wie war ihm denn zumute, Schätzchen? Er war Gott froh, dass er sein Bario genommen hat. Ja, dabei hätte er 6 Tage. Wir haben nur 6 Stunden. Und Gott sprach, wo zum Teufel bleibt Tim? Und Wunder über Wunder, es erschien Tim. Und Gott sprach, lasse Türen sein, die aufgehen, wenn sie aufgehen, und zugehen, wenn sie zugehen. Was ist? Die Türe. Ich setze gerade die Stützen fest. Die Türen. Die Türen? Tim, bist du überhaupt wach? Lloyd, er hat das ganze Wochenende über am Bühnenbild gearbeitet. Das ist nicht gut, Tim. Alles zu seiner Zeit. Timmylein, diese Tür hier, die geht nicht zu. Ja, und die vom Schlafzimmer, die geht nicht. Weißt du? Okay. Er hat seit 48 Stunden kein Bett mehr gesehen. Fürchte dich, Tim, nur noch 24 Stunden und dann ist Feierabend. Hört mal, Leute, da wir sowieso unterbrochen haben. Schön, wir haben 2 Tage zum Aufbauen gebraucht, also ist keine Zeit für eine Generalprobe. Macht euch keine Sorgen, betrachtet einfach die Premiere als Generalprobe. Wir lassen es jetzt einmal durchlaufen und konzentrieren uns auf die Türen und die Sardinen. Auftritte, Abgänge, Sardinen rein, Sardinen raus. Das ist Spaß, das ist Theater, das ist Leben. Oh Leute, du hast ja so recht. Und immer dranbleiben. Zack, 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 du bist draußen, zack, du bist fertig, zack, du bist ab. Dann läuft alles wie von... Wo ist Thorsten? Oh nein. Doch, jetzt schon. Selbst! Papi! Ja, aber als wir angefangen haben, war er doch bei dir oben. Und ich dachte, er wäre hier bei euch. Ist Thurston Mowbray in seiner Garderobe? Nein, also das würde er nicht tun. Nicht an der Hauptprobe. Wer? Selbsten, wir können ihn einfach nicht finden. Nie und nimmer würde er das tun. Ja, wenn er könnte, bestimmt. Würde er was? Also komm, meine Süßen, das ist nicht fair. Wir wissen es doch gar nicht. Ja, und wir wollen keine voreiligen Schlüsse ziehen. Tim soll sich bereit machen, stimmt? Ja. Beeil dich mit den Türen, übernimmst den Einbrecher. Okay. Was, Obrecht?
dass sie die Toilettenlache sind? Aber natürlich. Du hast doch schon mal mit ihm gespielt. Ja. Du müsstest es ja wissen. Fertig mit den Türen. Schnell zieh die Einbrechermontur an. Tut's mir leid, Lotti, mein Engel. Nein, es ist meine Schuld, Leute. Ich hätte es nicht riskieren dürfen. Geben wir ihm noch eine letzte Chance, habe ich gesagt. Noch eine letzte Chance. Oh, nicht weinen, meine Füße. Du kannst doch nichts dafür. Nein, nein, ich habe etwas hinter meiner Linse. Also von Brooke kann nun wirklich niemand erwarten, dass sie jemanden im Auge behält. Aber als wir angefangen haben, hat er doch oben bei dir gestanden. Ich habe ihn doch gesehen. Über wen sprechen wir jetzt? Schon gut, meine Süße, wir wissen doch, dass du nichts sehen kannst. Meint ihr selbst? Ich bin ja nicht blind, ich sehe ihn. Was? Oh, mein Gott, er war die ganze Zeit hier. Wo warst du? Wir dachten, du wärst... Ja, wo warst du denn, Selsten? Alles in Ordnung, Selsten? Sprich zu uns. Ist hier eine Party? Ist hier eine Party? Ja, ich dachte, wir hätten eine Probe. Ich hab oben im Parkett noch ein kleines Nickerchen gemacht, um dann für meinen Auftritt fit zu sein, echt? Ist er nicht goldig? Goldig! Vor allem jetzt, wo wir sehen können. Was feiern wir denn? Was feiern wir denn? Ich kann das Kostüm nicht finden. Ich hab alle Garderoben durchsucht. Alle vier. Eine Garderobe hat vier. Oh. Nein, Sösten! Tim, du brauchst deine Ruhepause. Und Tim, nur für den Fall, dass er und seine Montur eines Abends verschwinden sollten, bestell zwei zusätzliche Einbrecherkostüme. Eins für dich und eins für Poppy. Ich möchte, dass wir reichlich Vorrat an Einbrecherkostümen haben. Man kann nie wissen. Zwei zusätzliche Einbrecher. Und weiter geht's. Was? Sind Sie nicht süß? Ja, was? Wir? Ja, Gary und Dottie. Gary und Dottie? Was du meinst, die beiden? Trentle Mail und Mrs. Claggett? Wusstest du das nicht? Aber sie ist doch alt genug, um seine... Und es soll niemand wissen, ja? Brooke? Ja? Du kriegst ja nicht mal die Tür auf. Du kriegst ja nicht mal die Tür auf! Tür zu, Schätzchen. Das kann ja heiter werden. Du kriegst ja nicht mal die Tür auf. Nein, heute ist doch Mrs. Claggett freier Nachmittag, wie du weißt. Wir haben also das ganze Haus für uns allein. Daheim! Home, sweet home. Aber trotzdem, es ist schon ein komisches Gefühl. Sich einfach so hereinzuschleichen, findest du nicht? Es ist todernst. Wenn das Finanzamt wüsste, dass wir hier wären, und sei es auch nur für eine Nacht, dann hätten wir den größten Teil unseres diesjährigen Vermögens los. Und das hätte ich gar nicht gern. Oh, und ich sag dir, was ich gern hätte. Champagner? Oh, und lass die hier. Ob Mrs. Claggett die Betten gelüftet hat? Darling! Ja, warum denn nicht? Keine Kinder, kein unerwarteter Besuch. Wir sind ganz für uns allein. Stimmt. Es hat doch was für sich, ein Steuerflüchtling zu sein. Aber was ist? Das Finanzamt könnte ja hören. Was ich mit den ersten Terminen gemacht habe, ist mir schleierhaft. Mrs. Claggett! Oh, mein schönes Herz! Oh, mir ist es herzlich, ich in die Hose gekommen. Uns auch! Wir dachten, Sie wären schon gegangen. Ja, und ich dachte, Sie wären in Spanien. Ja, sind wir auch. Ah, ich kapiere. Die Einkommensteuer ist hinter Ihnen her. Ja, ja, sie wäre es, wenn sie wüsste, dass wir hier sind. Ja. Keine Bange, Herzli. Ich weiß von nichts. Ich habe sie nicht gesehen. Und wenn mich jemand fragt, mein Name ist Hase. Ja, Herzchen, jetzt direkt ins Bett. Nun ja,
hier. Die werden Sie brauchen. Okay. Herz, ich habe die Betten nicht gelüftet. Dann werde ich uns mal eine Wärmflasche holen. Sehr gut. Die Briefe, die habe ich auf die Seite getan. Auf die Seite? Was für Briefe? Ja, die von der Steuer. Ich dachte, Sie hätten uns alle Post nachgeschickt. Ja, aber doch nicht die. Ich wollte Ihre Ferien doch nicht verpassen. Wo haben Sie sie hingelegt? Ja, ich habe sie allesamt unter die Brüste getan. Oh, unter die Brüste? Unter welche Brüste? Ja, unter die Gipsbrüste auf Ihrem Schreibtisch. Ach, oh Gott. Oh. Herzchen. Ja, aber ich habe Stimmen gehört. Stimmen, was ist das? Ja, Stimmen. Freddy, was ist? Entschuldige, Leute. Entschuldige, Gary Brooke. Ihr wisst, wie schwer ich mich immer mit den Gängen tue. Aber wäre es nicht besser, ich würde die Sachen dort lassen? Nein. Ich fände es einfach logischer. Nein. Leute, ich weiß, es ist ein bisschen spät, jetzt mit sowas zu kommen. Ach, was? Wir haben ja noch etliche Minuten Zeit bis zum Premiere. Ah, gut zu wissen. Ich habe nämlich nie verstanden, warum er einen Karton mit Lebensmitteln und eine Reisetasche mit ins Arbeitszimmer nimmt, nur um seine Post durchzusehen. Weil sie für meine nächste Szene aus dem Weg sein müssen. Ja, also das ist mir klar. Und Freddylein, Selsen braucht sie für seine Szene im Arbeitszimmer. Das ist mir auch klar. Selsen, wo ist er? Ist er da? Oh, Selsen. 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 Keine Fenstergitter, keine Alarmanlage. Das ist ja Einladung zum Einbruch. Wie sollte man anzeigen, sollte man die? Nein, noch nicht. Danke, Sass. Dachte, ich hätte meinen Namen gehört. Nein, nein, nein. Schlaf weiter, Sass. Noch 10 Seiten bis zu deinem Auftritt. Entschuldigung. Keine Ursache. Immer gut, dich zu sehen. Poppy, bring das Fenster in Ordnung. Und Sass? Ja, ich höre. Das war sehr schön. Danke, Leute, danke. Aber ich habe einfach irgendwie das Gefühl, ich sollte noch nicht da sein. Und weiter im Text. Ja, aber ich habe Stimmen gehört. Stimmen, was für Stimmen? Menschliche Stimmen. Es ist doch niemand hier. Darling, ich habe gesehen, wie sich die Tür bewegt hat. Es könnte jemand aus dem Büro sein. Trotzdem verstehe ich nicht, weshalb du dir deshalb die Krawatte umbindest. Mrs. Crackett. Mrs. Crackett? Man darf sich vor dem Personal einfach nicht gehen lassen. Schau mal, sie hat uns Sardinen hingeschickt. Um Gottes Willen, du kannst doch so nicht runtergehen. Wieso nicht? Mrs. Crackett. Mrs. Crackett? Man hat gewisse Verpflichtungen. Oh! Sardinen hier, Sardinen da. Wie bei den Seelöwen im Zoo. Ah! Sie müssen ja immer noch rum. Ja, ich muss noch dies und das kontrollieren. Ja, waren Sie in der Wäschekammer? Ich? Nein, ich gehe nur das Inventar durch. Zähle die Kopfkissen und die Betttücher. Mrs. Blackett. Oh, Kleckett, Herzchen, Kleckett. Mrs. Kleckett, ist außer uns sonst noch jemand im Haus? Oh, nein, Herzchen. Es ist niemand im Haus. Komisch. Ich dachte, ich hätte Stimmen gehört. Stimmen? Nein, nein, in diesem Haus gibt es keine Stimmen, junger Mann. Dann muss ich mir das eingebildet haben. Halt! Oh, ich glaube, die Tür zum Arbeitszimmer war offen. Nanu, da draußen steht ja noch ein Auto. Das ist aber nicht Mr. Hackens und Mr. Dudley auch nicht. Immer die offenen Türen im Haus.
Letzte Mahnung. Schritte unternommen werden. Ein junger Mann ist gekommen. Verhindung? Wegen dem Haus. Ich will nicht hören. Aber er sagt, eine Dame ist Feuer und Flamme. Ich bin nicht hier und überlassen Sie das alles Squire, Squire, Hackham und Dudley. Ja, ich soll sie also überall rumschnüffeln lassen. Lassen Sie sie machen, was sie wollen, solange sie keiner Menschenseele sagen, dass wir hier sind. Oh Gott. Ach, dann setze ich mich jetzt hin und stelle den... Ach, die Sardine. Ich weiß nicht. Wenn ich mir nicht einen Knoten mache, dann weiß ich nicht mehr, was für ein Tag heute ist. Ich habe das nicht bekommen. Ich bin gar nicht hier. Ich bin in Spanien. Aber wenn ich es nicht bekommen habe, dann kann ich es auch nicht geöffnet haben. Das ist doch nicht mein Kleid, oder? Oh, nein! So was Nuttiges hätte ich mir doch nie getan. Ich hätte es nicht anrühren sollen. Aber nein, es ist doch sauber. Weg damit! Nie gesehen, nie bekommen. Oh, na gut, tu es dann auf den Speicher. Zu all den anderen Sachen, die du mir geschenkt hast und die ich nie anziehe, weil sie viel zu schade sind. Immer ruhig Blut, immer ruhig Blut. Schon ist die Tür zum Arbeitszimmer offen. Klopfen? Das kommt ja von da oben. Aus der Wäschekammer. Du bist's, Darling. Natürlich, ich werde es sonst. Du hast mich hier reinbuxiert. In dieses Loch zu den schwarzen Fettchen und lauter so Zeugs. Ja, aber warum hast du denn die Tür abgeschlossen? Warum ich die Tür abgeschlossen habe? Warum hast du abgeschlossen? Ich habe die Tür nicht abgeschlossen. Irgendjemand hat die Tür abgeschlossen. Egal, so könnten wir hier jedenfalls nicht rumstehen. Wie denn? Na, halt nackt, wie du bist. Okay, ich zieh mich ganz. Hier lang! Darling, dieser Alleskleber. Ist das der alles klebt? Ja. Oh, Mrs. Claggett hat uns Sardinen gebracht. Stopp, wir haben ein Problem. Oh nein. Großer Gott. Welche ist es denn diesmal? Die linke. Es ist die linke, Leute. Sie kann weiß Gott wo sein. Ja, sie kann über das Dings da geflogen sein und liegt jetzt ausgesetzt wieder tatsächlich. Genau. Wo hast du sie denn zuletzt gesehen? Kann ich nicht gesehen haben, das arme Wurm hat sie doch im Auge. Ja, vermutlich war es mal, warum ich die Tür abgeschlossen habe. Dabei reißt sie nämlich immer die Augen auf. Ich habe das Gefühl, ich müsste vorstellen. Liebling, pass auf, wo du hintrittst. Oh ja, alle die Füße heben. Nein, 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 nein. Keiner die Füße bewegen. Alle die Füße wieder genau dahin stellen, wo sie waren. Das schön einen nach dem anderen. Ruth, mein Engel, wird das auch während der Vorstellung passieren? Nein, 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 mein Herz, sie wird einfach weiterspielen, nicht wahr, Süße? Ja, kann sie denn ohne überhaupt sehen? Kann sie ohne überhaupt hören? Okay, ich zieh mich ganz aus. Oh, hier rein, hier rein!
das der, der alles klebt? Oh, Mrs. Claggett hat uns Sardinen gebracht. Eine Wärmflasche. Ich hab die da nicht hingelegt. Ja, ich auch nicht. Da muss jemand im Badezimmer sein, der Wärmflaschen einfüllt. Ob es hier womöglich Gespenster gibt? Darling! Darling, kommst du jetzt ins Bett oder nicht? Was hast du gesagt? Ich hab nichts gesagt. Komisch. Erst die Türe, dann die Wärmflasche. Ich krieg echt eine Gänsehaut. Zieh dir schnell was zu. Ja, zieh dir uns die Decke über den Kopf. Moment mal. Was habe ich eigentlich mit den Sardinen gemacht? Das warte hier oben. Man hört ja allerlei komische Dinge über diese alten Häuser. Ja, aber dieses hier wurde von oben bis unten renoviert. Und ich habe noch nie von einem Gespenst gehört, das eine Ölheizung überlebt hätte. Und was ist? Was ist? Was ist passiert? Sardinen. Ich hab sie dahingestellt. Ich gehe lieber nach oben und schütte den Kopf unter die Decke. Ach, vermutlich habe ich Mrs. Brockett wieder weggenommen. Die Tasche! Ach, was ist denn? Die Tasche! Tasche? Die Tasche, die Tasche! Was meinst du mit der Tasche? Die Tasche, die Tasche, die Tasche! Welche Tasche? Die Tasche ist weg! Tasche ist weg? Deine Tasche eben noch hier, jetzt ist sie weg! Ach, sie ist im Schlafzimmer. Ich hab sie doch ins Schlafzimmer gebracht. Geh da nicht ran! Der Karton! Der Karton? Tasche und Karton. Beides weg! Oh Gott, meine Akten! Du zieh dir endlich was an! Ich geh da nicht mehr rein! Okay, ich hol dir dein Kleid. Mein Kleid ist weg! Mein Kleid? Keine Panik! Keine Panik! Fernab gibt es eine vollkommen plausible Erklärung. Ich werde Mrs. Brockett holen und werde uns erklären, was los ist. Hey, warte hier. Nein, warte nicht hier. Warte im Arbeitszimmer. Arbeitszimmer. Im Arbeitszimmer. Roger, jetzt ist hier etwas Merkwürdiges hier drin. Wo bist du? Darling. Ich weiß, es klingt albern, aber... Darling, wenn wir nicht ins Bett gehen, dann werde ich den Speicher ausräumen. Darling, ich kann nicht ins Bett kommen. Ich klebe an den Steuerbescheid fest. Darling. Warum stellst du denn nicht die Sardinen hin? Okay. Ah! Darling! Ich klebe auch an den Sardinen fest! Darling, stell dich doch nicht so an! Hol im Unterbad die Flasche, wo Gift draufsteht. Das Zeug frisst sich doch alles doch. Okay. Ich habe ja schon gehört, dass man von einem Problem nicht loskommt. Aber das ist einfach idiotisch! Du bist Ansatz, wir sind soweit, der Augenblick ist gekommen. Alles in Ordnung, Schätzchen, er ist hier, er ist hier. Aber sein Arm sollte das Fenster kommen, und zwar noch bevor Freddy ab ist. Ah, da ist er, ja. Keine Fenstergitter, keine Alarmanlage. Das ist Ermunterung zum Einbruch. Die sollte man anzeigen, sollte man die. Okay, Sätzen, stopp, das machen wir nochmal. Ehrlich gesagt, manchmal möchte ich mich einfach hinsetzen und heulen, wenn ich dran denke, dass ich früher auf Banken spezialisiert war, dass ich Tresore geknackt und Stahlkammern gesprengt habe. Stopp, Sätzen, stopp! Was mach ich jetzt? Stopp! Lloyd hat unterbrochen. Ich brech in Pappmaché ein. Stopp, Selsten! Warte, mein Herz!
Also, was haben die hier zu bieten? So muss es auf der Titanic gewesen sein, als die Kapelle weitergespielt hat. Danke, Poppy. Danke, Belinda. Das Ein Onkel von mir war auch auf der Titanic. Ich glaube, der kann besser hören als ich. Was hat er gesagt? Nochmal von deinem Auftritt, sei so gut, Sirs. Nein, nein, der wurde gerettet. Und zwar durch einen unglaublichen Zufall. Moment, Poppy! Lieber nicht, danke, Leute, aber die kleben immer so an die Zähne. Das Fenster. Noch was reinkommen? Jawohl, aber selten, bitte. Ich höre. Ein bisschen eher. Eine Idee früher, eine Spur ähnlicher wie gestern, okay? Okay. Freddy, geh los, sobald Freddy die Tür aufmacht. Gib uns den Satz. Von einem Problem nicht los? Von einem Problem nicht los, Doktor, das ist doch einfach idiotisch. Und genau. Ich möchte deinen Arm durchs Fenster kommen sehen. Klar. Alles klar. Absolut, Leute. Alles klar. Wenn ich vielleicht noch einen kleinen Vorschlag machen dürfte, sollte ich nicht ein Ideechen früher da sein? Sester! Ich hab so das Gefühl, da gibt's ein Loch zwischen Freddys Abgang und meinem Auftritt. Sester! Nein, hör zu, mach dir keine Sorgen. Ich hab's. Wie wär's, wenn du ein Idealchen früher auftreten würdest? Danke, Leute, danke. Wir haben offensichtlich dieselbe Wellenlänge. Verarsche ich ihn oder verarscht er mich? Okay, Freddy, von deinem Abgang. Ich habe schon gehört, dass man von einem Problem nicht loskommt, aber das ist einfach idiotisch. Keine Fenstergitter, keine Alarmanlage, das ist Ermunterung zum Einbruch. Die sollte man anzeigen, sollte man die. Ehrlich gesagt, manchmal möchte ich mich einfach hinsetzen und heulen, wenn ich dran denke, dass ich früher auf Banken spezialisiert war. Dass ich Tresore geknackt und Stahlkammern gesprengt habe. Und jetzt, was mache ich jetzt? Jetzt breche ich da in Pappmaché ein. Also, was haben die hier so zu bieten? In diesen modernen Lofts, da hat sie auch nichts mehr Gutes, nichts mehr Richtiges. Ja, vielleicht mal sowas. Ja, vielleicht ein 50er, wenn's hochkommt. Lohnt sich ja nicht mal einen Finger dafür krumm zu machen. Oh je, die Zeiten sind anders geworden. Aber wo ist denn hier der Schreibtisch? Wo ist denn hier der Schreibtisch? Es ist schon was Wahres dran. Es ist schon was... Hey, Text. Gar nicht leicht, sich auf den Ruhestand einzustellen. Was hat sie gesagt? Auf den Ruhestand einzustellen! Ja, wie soll ich da auch was verstehen, wenn alle durcheinander reden? Und meine Interessentin möchte natürlich wissen, ob da jemals paranormale Phänomene beobachtet worden sind. Oh nein, Herzchen! Hier ist alles wunderbar, Panoramen! Trotzdem, ich muss meine Interessentin darauf hinweisen, sie besichtigt gerade das Arbeitszimmer. Da ist niemand drin! Aber es ist niemand im Haus, Herzchen! Sehen Sie nur, er sucht irgendwas! Oh, aber ich kann niemanden sehen! Sie können ihn nicht sehen? Das ist aber sehr merkwürdig. Ich habe meine Interessentin da drin gelassen. Wo ist nur meine Interessentin? Meine Interessentin ist verschwunden! Oh! Oh, Herzchen! Was ist denn jetzt schon wieder? Da. Wo? Die Sardinen. Ach, die Sardinen. Sie können die Sardinen also sehen. Ja, klar kann ich die Sardinen sehen. Ja, und ich sehe auch, wo sie landen. Nein, Herzchen, wenn das so weitergeht, kann ich die ganze Nacht Sardinenbüchsen öffnen. Rein und raus und rein. Wie der Kuckuck in seiner Uhr.
lasse diese Sardine nicht aus den Augen. Und nur Vicky! So was Tristes habe ich in meiner gesamten Praxis noch nie erlebt. Keine Menschenseele, nichts. So ein bisschen Angst und Horror würde ich auch gerne noch in meinem Alter verbreiten, nicht? Vicky! Vicky! Kein Gejammer, kein Geschrei, kein Gezeter, das schlägt sich einem ja echt aufs Gemüt, schlägt sich einem das. Vicky! Vicky! Ja, das kommt ja noch so weit, dass ich mit mir selber rede. Darling. Dieses Zeug, das sich durch alles frisst, frisst sich das auch durch Hosen? Darling, wenn es sich auch durch Hosen frisst, meinst du, dass es sich noch weiter frisst? Darling, ich kann es bereits fühlen. Ich ziehe die Hosen besser aus. Es frisst sich buchstäblich durch alles durch. Darling! Nicht Geheuer! Was ist Geheuer? Der andere! Oh, nein! Nein? Ich bin nicht da! Bleiben Sie! Ich muss fort! Sprechen Sie! Nur in Gegenwart meines Anwalts! Nur in Gegenwart Ihres. Sie sind gar nicht aus einer anderen Welt. Doch, doch! Mabea! Sie sind ein Eindringling! Nicht Sie keinen Geld. Sind Sie auch nicht Sie? Sie sind ein Sittenstrolch! Sie wollen sich an Vicky vergreifen! Wie werde ich das Handwerk lesen? Ich kenne ihn! Du kennst ihn? Mit dem hat unsere Abteilung eine Menge Schererei! Das ist ein ganz gewöhnlicher Sittenstrolch! Trotzdem, er darf mich so nicht sehen! Wenn man meiner Steuer arbeitet, muss man gewisse Formen wahren. Dann zieh dir endlich was an. Ich hab noch nichts anzuziehen. Im Badezimmer wird schon was sein. Und bring die Sardinen mit. So, unten hätten wir jetzt ein bisschen aufgeräumt. Mal schauen, was im Oberstock noch alles weg muss. Ein Badetuch? Ist doch besser als gar nichts. Ich kann doch vor unseren Steuerzahler nicht in einem Badetuch herumlaufen. Im Schlafzimmer wird schon was sein. Ich gehe da nicht mehr rein. Okay, ich schaue im Schlafzimmer nach und du im anderen Bad. Thank you.
aber zuerst die Hähne, nicht? Mein Gott, Ziegensträuche! Wo ist denn nur Vicky? Vicky! Oh, nun wimmelt's hier. Kaum hat man sich an die Stille gewöhnt. Das ist gar nichts für meine Nerven. Da verziehe ich mich lieber wieder. Sie? Wenn ich sie nicht finde, dann lass ich sie Ding festmachen. Okay, Chef, dann gehe ich das Ding wieder festmachen. Aber wo ist sie nur? Vicky! Sie wollen nun das Haus besichtigen? Ja, da sie schon einmal oben sind. Herr und sein, bitte, die Sonnenschmalz. Lassen Sie uns unten anfangen. Wer sind Sie und wer sind diese Leute? Ich weiß nicht, wer diese Dame ist. Zum Haus gehört sie jedenfalls nicht. Ja. Das versichere ich Ihnen. Oh, wohingegen diese gute Dame mit den Sardinen Ihnen jederzeit zur Verfügung aber steht. Aber nicht mit den Sardinen. Diesmal esse ich sie. Ja. Sofern sie nicht mit ihren Sardinen beschäftigt ist und uns daher mit Badezimmer zuwenden. Mrs. Clackett, wer sind diese Leute? Oh, die haben wir jetzt laufen, ihr Herzchen. Das ist nur ein Scheich. Ja, hier haben wir. Hier haben wir ihre Hände, Chef. Ihre Hände können sie im Land vergessen. Aussieht? Können wir bitte den Text des Autors zu Rate ziehen, damit wir ganz sicher gehen? Also ich glaube, es heißt... Was, Papst? Ja, richtig, so heißt der Satz, Schätzchen. Brooke, wir alle wissen, dass du an Häusern beschäftigt warst, wo der Lust am Improvisieren keine Grenzen gesetzt sind. Aber hier wollen wir so etwas nicht, weißt du? Nicht, wenn der Autor uns einen so tiefgründigen, brillanten eigenen Satz geliefert hat. Nicht um ein Ohr früh.
nicht zwei Sätze vor Ende des ersten Aktes. Nicht, wenn wir in 2 Minuten eine Kaffeepause machen wollen, bevor wir alle vor Erschöpfung tot umfallen. Wir wollen lediglich den Satz hören. Was? Das ist alles, weiter nichts. Ohne dich überfordern zu wollen, natürlich. Ab, heißt es, ab. Oh, wie jetzt werden dir die Kontaktlinsen davon schwimmen. Das war alles meine Schuld. Das war aber starker Tobak. Ich dachte, es wird sich auf Poppy, also zum Schluss. Ja, es entlädt sich ja meistens auf Poppy, mein Herz, nicht? Also, ich fand's eigentlich ganz süß. Süß? Na ja, dass sie versuchen, so zu tun, als hätten sie nichts miteinander. Was? Ja, wusste du das nicht? Du meinst Lloyd und Brooke? Was? Lloyd? Ja, was glaubt ihr wohl, wo sie das ganze Wochenende über waren? Ach, du meinst ja. Deshalb war Tim... Ja, ja, als Tim die Dekoration verkehrt herum aufgestellt hat. Genau. Vergeben und vergessen. Ich war wieder mal unwiderstehend. Ich glaube, mir wird schlecht. Ach du lieber Gott. Tja, das hab ich nun wieder nicht gewusst. Du meinst? Oh, hey, komm auf! Setz dich auf! Komm auf! Mach deine Meditationsübungen, ja? So. Mehr als 2 Wochen Proben hatten wir nicht. Psst, da kam er. Schätzchen, wie geht es ihr? Nicht weiter schlimm. Anscheinend ist dir irgendwas nicht bekommen. Ja, sie fühlt sich auch nicht ganz. Ich fühle mich selber auch nicht ganz, weißt du? Könnten wir vielleicht trotzdem noch den letzten Satz von Akt 1 hören? Den letzten Satz? Den letzten Satz? Aber eins sag ich dir, Vicky. Was, Pops? Wenn ringsumher die Welt in Stücke bricht, geht nichts über... Text. Einen großen, schönen Teller Sardinen! Was hat sie gesagt? Einen schönen, großen Teller. Einen schönen, großen Teller, was? Sardinen! Nicht aus 20 Minuten Pause, das wird auch für Sie schwer. Thank you.
zur Abwechslung mal mit einem wirklich professionellen Theaterensemble. Und was für Schauspielerinnen. Jedenfalls, das ganze Chaos hier würde mich weiter nicht interessieren, wenn ich nicht andauernd mit unglaublich schlimmen Nachrichten von Brooke bombardiert würde. Sie droht hysterisch zu werden und ich möchte aus dem Stück aussteigen. Und das darf auf keinen Fall passieren. Deshalb bin ich extra hierher gereist und werde mit Brooke nach dieser Vorführung einmal in aller Ruhe reden. Doch bis es soweit ist, setze ich mich nach vorne ins Publikum. Eine Nachmittagsvorstellung für die Seniorinnen und Senioren von Rorschach kann ja auch sein Leid haben, finden Sie nicht? Auf die Bühne bitte, zum ersten Akt bitte auf die Bühne. Und vielleicht kriegen wir sie zum ersten Akt auf die Bühne, was meinst du? Ach, Dottie wird sich schon zusammenreißen, jetzt wo sie weiß, dass sie in 5 Minuten draußen sein muss. Meinst du nicht? Meinst du? Ach, du kennst doch Dottie. Wir sind erst einen Monat unterwegs. Wenn sie nur antworten würde. Wenn sie nur ihre Garderobe aufsperren würde. Hör zu, wenn Dottie nicht auftritt. Nicht auftritt? Ich sagte wenn. Okay, ich versuch's nochmal. Lenk deinen wenigstens von den eigenen Problemen ab. Hey, ist die weg? Leute, ich wusste gar nicht, dass du heute kommen wolltest. Wollte ich auch nicht. Es darf niemand wissen, dass ich hier bin. Nein, aber Dottie und Gary. Ich möchte nur zwischen den Vorstellungen 2 Stunden allein und ungestört mit Brooke in ihrer Garderobe sein. Die ist für Brooke. Versteck sie irgendwo, damit Sarsen sie nicht entdeckt. Alles klar. Sie hatten anscheinend Krach miteinander. Ja, ja. Besorg mir irgendwelche sehr großen und teuer aussehenden Blumen. Alles klar, jetzt hat sich Dottie in ihrer Garderobe eingeschlossen. Pass auf, dass Poppy sie nicht sieht. Sie sind nicht für Poppy. Nein, und sie will mit niemandem sprechen. Die erste Vorstellung endet kurz nach 5, ja? Die zweite beginnt um 19.30 Uhr. Leute, ich versuche die ganze Zeit dir zu sagen, dass vielleicht gar keine Vorstellung stattfindet. Sie ist doch nicht einfach schon ausgestiegen. Man wird nicht aus ihr schlau. Sie hat sich in ihrer Garderobe eingeschlossen. Sie ist nicht ansprechbar. Hast du schon zum ersten Akt gerufen? Ja, ist natürlich nicht das erste Mal, dass sie mit Gary Zoff hat. Brooke hat Zoff mit Gary? Brooke? Nicht Brooke. Dottie. Ach, Dottie. Hör mal, mach dir keine Sorgen wegen Dottie. Sie hat Geld in der Produktion. Heute früh um 2 werde ich wach, weil jemand mir fast die Tür einschlägt. Es ist Gary. Ob ich wüsste, wo Dottie sei? Sie wäre nicht nach Haus gekommen. Tim, ich finde tagtäglich Nachrichten von Brooke vor, dass sie hier tot unglücklich ist. Und jetzt hat sie sich ein ärztliches Attest beschafft, dass sie auf einen Nervenzusammenbruch zusteuert. Mit anderen Worten, sie will aussteigen. Ich habe weder die Zeit, eine andere Vicky zu finden, noch mit ihr zu probieren. Ich habe gerade mal einen Nachmittag, um Brooke von ihrem Nervenzusammenbruch zu bewahren. Und das mit Hilfe von ein paar Gläschen Whisky. Du hast den Whisky, ein paar Blumen, du hast das Geld für die Blumen. Und einem gewissen verblichenen Charme. Ja, aber Leute! Und hast du das Klingelzeichen gegeben? Ach, das Klingelzeichen! Und lass Poppy ja die Blumen nicht sehen! Meine Damen und Herren, wir... Meine Damen und Herren, würden Sie bitte Ihre Plätze einnehmen? Die Vorstellung beginnt in 3 Minuten. Tim, wir werden nicht pünktlich anfangen können. Nicht? Belinda versucht es gerade. Ach nein, ich warte noch mit dem Klingelzeichen. Geld? Nicht Wofür nicht. Ist das Geld? Whisky? Hä? Nanu! Sag bloß, Selsen versteckt sie jetzt bereits schon hinter der Bühne. Ach, Oh Gott, ich tue sie ins Damenklo, da geht er wenigstens nicht hin. Nichts? Nein, du weißt doch, wie Dodgy ist, wenn sie so ist. Freddy versucht's gerade. Ja. Oh nein! Jetzt versteckt er sie bereits schon hinter der Bühne. Frederik, nichts? Nichts. Oh, sehr lange hast du es aber nicht versucht, mein Herz. Nein, weil... Oje. Ja, jetzt versteckt er sich schon auf der Bühne. Nein, Gary kam total aufgelöst aus seiner Garderobe gestürzt. Ich habe nicht wirklich verstanden, was er sagen wollte. Ich habe bei Gary oftmals das Gefühl, etwas nicht ganz mitzubekommen. Aber ich glaube, er hat gesagt, er will mich umbringen. Oh, mein... Armer Schatz! Oh, komm! Was wedelst du denn da mit den Scheinen rum? Ach, das ist für... Oh Gott!
komisches Mädchen, unsere Dottie. Heute so und morgen so. Also, gestern Abend war sie noch vollkommen in Ordnung. Gestern Abend? Ja, sie hat mich nach der Vorstellung noch in so eine Bar mitgeschleppt. Sie war mit dir? Du warst mit ihr? Ja, sie hatte unheimlich viel Verständnis für meine Probleme. Dich wird sie mir nicht mit Haut und Haaren auffressen. Das lasse ich nicht zu. Nein, nein, sie war unheimlich nett. Und danach ist sie sogar noch auf einen Café zu mir hochgekommen und ist bis morgens um 3 Uhr geblieben. Ich möchte nicht wissen, was sich meine Wirtin denkt. Und noch was. Ui. Nicht noch was, mein Herz. Ja, wo ist Selsten? Es scheint, dass der gute Freilinger Grund für das Ganze. Ja. Selsten ist verschwunden. Oh nein, das hätte ich mir ja denken können. Das Klingelzeichen. Ja, gib du das Klingelzeichen. Schau nach, wo Selsten ist. Ja, und was mache ich? Du tust überhaupt nichts. Du hast gerade genug getan, mein Herz. Meine Damen und Herren, würden Sie bitte die Plätze einnehmen? Die Vorstellung beginnt in 2 Minuten. Er will jemanden umbringen. Was? Gary. Selsten will jemanden umbringen? Selsten? Selsten ist verschwunden. Nein, nicht schon wieder. Oh, Tim, Blumen? Ach, die sind bloß, weißt du, vom Blumenhaus Kumari aus Horn. Die sind aber wunderschön. Mein Lieber, das ist aber nett von dir. Danke. Halt mal, ich schau mal im Marabu nach. Vielleicht hängt er da rum. Ich nenn dich schon. Ach, das Klingelzeichen. Halt mal. Ich glaube, Poppy hat es schon gegeben. Ich werde 2 Minuten sagen. Meine Damen und Herren, würden Sie bitte Ihre Plätze einnehmen? Die Vorstellung beginnt in 2 Minuten. Oh je. Ich glaube, Poppy hat bereits gesagt, in 2 Minuten. Was? Ja, ich glaube. Meine Damen und Herren, hören Sie bitte Ihre Plätze. Die Vorstellung beginnt in 3 Minuten. Was erreicht? Nein, aber ich habe noch eine Flasche gefunden. Oh. Ja, und zwar auf dem Damenklo. Ist das nicht lang? Hört mal. Er ist nicht die Mama, wo weder unten noch oben. Nein, nein, nein. Er hängt lieber auf Dampfloss rum. Dann zieh ich mal besser die Extra-Montur an. Meine Damen und Herren, würden Sie bitte die Plätze einnehmen? Die Vorstellung beginnt in 2 Minuten. Oje. Ich glaube, Tim hat bereits gesagt, was in 2 Minuten. Was ist das für ein Durcheinander? Meine Damen und Herren, würden Sie bitte die Plätze einnehmen? Die Vorstellung beginnt in 1 Minute. Eben, Arsch, was geht dir vor? Großer Gott, Leid! Leid, ich wusste nicht, dass du hier bist. Ich bin auch nicht hier, aber ich kann nicht da draußen stehen und das mir mit anhören. 2 Minuten, 3 Minuten, 1 Minute, 2 Minuten. Schätzchen, da hinten in den Garderoben, da spielen sich Dramen ab. Was glaubst du, was sich vorne im Parkett abspielt? Das ist eine Nachmittagsvorstellung, Schnuckiputz. Da draußen sitzen lauter Rentner. Die Vorstellung beginnt in 3 Minuten. Alle stürzen zu den Toiletten. Die Vorstellung beginnt in 1 Minute. Alles kommt wieder rausgestürzt. Chaos total! Lloyd, bitte, ich muss mit dir reden. Natürlich jetzt, natürlich. Na, okay. Hast du meine Nachricht denn nicht bekommen? Sicher, Süße, wahnsinnig gefreut. Aber warum hast du nicht geantwortet? Hab ich doch, ich bin hier. Lloyd, es gibt etwas, was ich dir sagen muss. Okay, ich höre. Weißt du, ich war heute... Ich war heute beim Arzt. Oh, Ruth! Nein, nicht noch einer! In meiner Garderobe! In deiner Garderobe? Es gerät völlig außer Kontrolle! Leid! Du hast meine Nachricht erhalten! Wäre ich sonst herbeigeeilt, Schätzchen, wäre ich sonst herbeigeeilt. Wir müssen unbedingt miteinander sprechen! Wir werden miteinander reden, mein Schatz. Wann? Später. Nein, jetzt! Nun? Oh, ja, Verzeihung! Die hat mir Tim geschenkt, um mir eine Freude zu
machen. Tim Deer? Lloyd. Ein andermal, sei so lieb, ein andermal. Und wenn du Tim siehst, er hat die Rasse hinter mich, ja? Lloyd? Lloyd! Mädchen, Mädchen! Poppy! Bruno! Poppy, komm! Poppy, geh und sieh nach, was sich bei Dottie und Gary tut, ja? Bruno, komm, setz dich hin und mach deine Meditationsübungen, so. Wo ist Tim? Oh, Sirs! Wo warst du? Oh ja, überall! Ja. Im Parkett, im Büro, im Nahabu, überall keine Spur von ihm. Aber wir haben dich überall gesucht! Ja, genau! So ist es! Und eben, da kannst du nichts machen! So ist es! Ach Gott! Meinst du, Tim sollte davon wissen? Mann, hat er sie vielleicht gegeben! Ich weiß, wenn du auf jemanden scharf bist, hat er gesagt. Dottie ist auf jemanden scharf? Ja. Sie kommen. Kommen, sie kommen. Meine Damen und Herren, würden Sie bitte die Plätze einnehmen? Die Vorstellung beginnt. Sie kommen! Ja, ja, und wir haben Sess gefunden. Ein Glück! Und wobei haben Sie dich gestört? Ja, jedes einzelne Wort. Die Wände sind sehr dünn. Ich habe sowas von satt, schreit sie. Na, du. Ich glaube, ich scheine so eine Art Trendsetter. Das ist doch nur eine Probe für die zweite Besetzung, mein Schatz. Oh, Gary, mein Engel. Da ist er ja. Alles okay? Was hat er gesagt? Er hat gar nichts gesagt, Schätzchen. Alles in Ordnung. Sehr gescheit. Nur nicht in der Wunde rühren. Ich sehe doch, wie du ihm immerfort zunickst, hat sie gesagt. Oh, Dottie, nein! Dottie! Ach, da ist sie ja! Come on, Honey, dein Tipp wird gebracht. Komm. Was ist denn hier? Licht! Ruhe hinter der Bühne! Was soll denn das? Wir wollen gerade anfangen. Wir sitzen seit einer Stunde da und warten. Sie sind schon ganz still geworden. Sie denken, es sei jemand gestorben. Und Tim, du hast diese Blumen für Papi gekauft? Nein, das heißt ja. Und für mich? Für mich hast du keine Blumen gekauft? Nein, das heißt nein. Dann nimm 10 Pfund aus deiner eigenen Tasche, Tim, und geh in den Blumenladen und kauf Blumen für mich. Hat sie für Poppy gekauft. Ihr zwei könntet Freddys altes Gehirn haben, ihr könntet es euch teilen. Dein Typ wird verlangt, Mädchen. Du wirst noch gebraucht. Poppy, nicht weinen, mein Herz. Musik! Ach, Scheiße. Ein Satz wie eins. Can't you see I'm no good without you?
Knarren! Stimmen, Mensch, die Stimmen. Abschauen, dann hätten wir uns dann wieder hier gestellt.
die Verpflichtungen! Was hast du gesagt?
Yeah.
Nein! Bin ich da? Rechten Sie! Nur ein Gegenwart meines Anwalts! Nur ein Gegenwart Ihres? Sie sind gar nicht das Anwalt. Doch. Ich komme gleich die Treppe herunter und werde Ihnen das Anwalt. Alles aus, sonst du erst in die Hände liegt. Bis man sieht, Leute. So
Stücke bricht, geht nichts über. Ich krieg ein... einen schönen großen Teller. Kind! Einen schönen großen Teller bringt. Thank you.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen hier in der Alkanhalle in Rorschach zur ultimativen Derniere der Komödie Nackte Tatsachen. Bitte entschuldigen Sie die kurze Verspätung, mit der wir beginnen, da diese... Das werde ich mir noch von Freddy Graf! Da diese eine Folge... Du bist mir in die Maßlose, Freddy Graf! Da diese eine Folge unvorhergesehener... unvorhergesehener Umstände ist. Und wir bitten Sie, sich noch einen Moment lang zu gedulden, bis wir Sie beruhigt, unter Kontrolle gebracht haben, die unvorhergesehenen Umstände. Meine Damen und Herren, wir bitten Sie um Entschuldigung für die Verspätung, mit der wir beginnen, da diese eine Folge unvorhergesehener Umstände ist, die wir inzwischen ja noch völlig unter Kontrolle haben. Unsere lange und überaus erfolgreiche Tournee hier im Raum Rorschach, ihr Ende erreicht, zu Ende gekommen ist. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld und Ihr Verständnis. Gesehen, wie er durch die Türe abging. Ja, lass uns schon was einfallen, ja?
Ich habe ja schon gehört, dass man von einem Problem nicht loskommt. Aber das ist einfach idiotisch. Keine Fensterlieder! Keine Alarmanlage! Das ist Ermunterung zum Einbruch. Die sollte man anzeigen. Ich sage doch schon immer, alle guten Dinge sind drei. Ja. Wenn ich dran denke, dass ich auf Banken spezialisiert war, dass ich Tresore geknackt und Stahlkammern gesprengt habe. Und was macht ich jetzt? Ich brech in Pappmaché ein. Moment mal. Diesen Einbrecher, den kennen wir doch. Das ist unser Sozialarbeiter. Letzter Satz. Wenn ringsumher die ganze Welt in Stücke bricht, geht nichts über einen schönen, großen Teller.
sehr geehrte Damen und Herren, mit der heutigen Produktion endet unsere Aufführungsreihe von Der nackte Wahnsinn nach Michael Frayn, inszeniert vom Theater Sintflut unter der Regie von unserer Christine Ludin. Never Two, unsere Jazzband unter der Leitung von Toni Ziltener am Piano. Die charmante Dame mit der wunderbaren Stimme ist Nathalie Merten. Und am Bass hören Sie den Lukas Boni. Verantwortlich für Gastronomie ist der Marcel Rauber und der Stefan Rüpper. Yeah. Benny Fetzer und Alex Kläger. Sehr geehrte Damen und Herren, wir bedanken uns ganz herzlich für Ihren Besuch in unserem Theater. Wir würden uns freuen, wenn Sie den heutigen Abend noch im Theaterbistro mit uns ausklingen lassen. Wenn es klappt, so könnte es allenfalls in 2 Jahren wieder heissen. Vorhang auf und Bühne frei für eine Produktion vom Theater Sintflut. Bis dann aber wünschen wir Ihnen eine gute Zeit und kommen Sie dann noch gut heim. Danke vielmals.